Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück in der Division 2. Weiter geht's mit der heißen Charlotte. Ich bin in der Siedlung, habe hier ein paar Projekte mir noch geholt, beziehungsweise diese Nebeneinsätze und habe die Rekalibrierungsstation freigeschalten. Also da muss ich dann irgendwann mal hin und nach Kommentaren, weil ich es komplett verschwitzt hatte. Ich hatte es wirklich komplett verschwitzt. Ich musste mir mal meine ganzen Mods herstellen. Das habe ich mittlerweile gemacht. Und habe auch jetzt dann eben das erweiterte Magazin und so weiter. Ja, also ich habe das alles hergestellt im Weißen Haus. Ja, also das ist der Ist-Stand. Ich habe zwar alles irgendwie gesammelt, aber nicht hergestellt. Was heute am Programm steht, ist, ich würde mal hier jetzt runtergehen in dieses Safe House. Wir schalten eben mal hier Foggy Bottom frei. Mal schauen, dass wir ein bisschen leveln. Vielleicht ein, zwei Stufen und dann hätten wir nämlich wieder einen Haupteinsatz. Aber als allererstes müssen wir natürlich mal ein paar Sachen machen, wie immer. Ja, so sieht's aus. Frage natürlich an euch, wie geht's euch in The Division, vielleicht mit eurem HC-Charakter? Ich bekomme doch sehr viele Kommentare, dass etliche Leute jetzt doch HC angefangen haben, wegen meinen Let's Plays. Was ich gut finde, why not? Denn es macht ja auch Spaß. Also HC ist ja jetzt nicht Schlechtes, ja, aber wenn man drauf geht, ist er halt weg. Ja, also viele sagen auch, ah, ich spiele das gar nicht, weil wenn er weg ist, ist er weg. Ja, das stimmt schon. Aber es ist egal. Es ist ein Inhalt, wir können den schön spielen. Also why not? Ja, ist so noch in der Beta, aber okay. Spielt HC, wenn ihr Bock habt, ganz einfach. So, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier hinkommen. Mal schauen, ob ich hier irgendwo Freunde finde. Aber ich bin sicher, ich finde Freunde. Da oben brennt es schon wieder mal. Eine Hinrichtung ist es. Okay. Leben die noch? Ja, die leben sogar noch. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen. Hui, meine Maus zieht schon wieder rum, beziehungsweise das Spiel. Das hatte ich auch, wo ich dann diese ganzen Abstürze hatte. Ich hoffe mal, dass es halt nicht ist. Dass das Ding nicht so viel rumzickt. Und ich hab's, ah, schon wieder, ey. Ich hab sie sehr stabil bekommen, die AR natürlich. Ein bisschen Handling drauf und so, mit den Mods, und dann ist das Ding eigentlich sehr stabil. Ein bisschen leiser machen. So, bei mir im Ohr, bei euch nicht. Ich hab bei mir jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. So, es kommen aber noch wo welche. Ach so, die laufen ja ran, genau. Müssen doch von da vorne kommen, ne? Ja, hier kommen sie. Aber meine Drohne empfängt sie eh schon mal gebührlich. Gebührend, nicht Licht, Charles. Lern mal Deutsch. Ja, ich weiß, ich Österreicher. Ich kann kein Deutsch. Das Ding aus die Hände geschossen. Aber meine Drohne ist, glaube ich, schon wieder abgehauen, ne? Ja. Da hat der Fuß rausgeschaut. Gib mir nochmal deinen Fuß. Hat mir gefallen. Du Penner von da hinten. Jetzt nicht mehr. So, einer fehlt noch. Jetzt haben wir's. Jo. Sehr gut. Cool. Ach, Kopfgeld lasse ich liegen. Beziehungsweise ich kann dir mitnehmen und die hält er sich dann, glaube ich, auf. Oh, Level Up. Also ich weiß, oder? Wurde mir zumindest gesagt, Charles, ich kann sie eh annehmen. Weil, egal, oder machen wir den? Nee, machen wir den. Komm, why not? Wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. Komm, mach ihn. Charlotte, mach! Who cares? Und ich bin schon wieder abgelenkt, ne? Ich will was anderes machen. Und was mache ich? Kopfgeld. Ich will eigentlich das Safe House freischalten, aber naja, wurscht. Egal. Aber wir laufen wieder zurück. Ich komme dann wieder. Es gibt halt zu viele Sachen, die einen ablenken in dem Spiel, aber ja, nicht an das Spiel. So.
Ich muss da wieder durch. Ach so, ich muss da rein. Okay. Ist jetzt die Tür auf, oder was? Voll überall reinrennen. Scheißegal. Warten 15 Millionen Gegner. Wurscht. Wir rennen halt einfach rein. So. Wie viel Muni haben wir denn eigentlich? Munition haben wir. Ja, es reicht. Schlüssel. Rup. Kistchen. Ja, Kistchen. Halb Summit baue ich nicht, aber egal. Ich höre Sachen. Target is nearby. Ballert ihr den rum? Oben, ah. Was haben wir hier? Outcast-Kiste, ja. Gehen wir her. Araldi, nein! Ich bereue es gerade wieder, dass ich es aufgemacht habe. Ich möchte was Schönes, aber vielleicht ist ja da wieder ein geiler Schlüssel drinnen. Outcast-Schlüssel, okay, dann ist es, okay, one by one, okay. Ein Schlüssel bekommen, ein Schlüssel verwendet, okay. Dann ist es okay. Oh, kein Scheiß machen. Was haben wir hier? Ah, nein. Friendly combatants nearby. Keine Super, brauche ich keine. So, wo sind die? Irgendwo drinnen, glaube ich. Na, ich muss da irgendwo rechts abbiegen, glaube ich. Ist 24 Meter weg. Ja, da kann er nicht so weit weg sein. Dann drauf ballern. Hier ist da noch eine Tür. Ah, ich glaube hier rechts rein, ne? Ja. Ja. Hier. Ah, ich sehe ihn aber nicht. Keine Gegner? Nein, der ist noch weiter weg. 51 Meter ist er jetzt wieder weg. Ist er oben? Bist denn du? Friendly combatants detected. 5 Meter. Ja, das muss jetzt hier wo sein. Psst, leise. Der ist oben. Hä? Hast du mich hingeschickt? Ja, das. Nein. Ich weiß. Gegen Herzinfarkt. Das ist schon wieder diese Ninja-Fraktion, ne? Diese Gulli-Ninjas nennt ihr die. Boah, ich krieg einen Herzinfarkt. Ums Eck rennt hier. Okay, das heißt, wir gehen hier hoch. Auch okay. Ey, wo schickt mich in das Spiel? Wo bin ich denn jetzt in welcher Gegend? Wo bin ich schon wieder hingelaufen? Also, komplett in die andere Richtung, wo ich hin will. Danke, Spiel. Ich will doch dort gar nicht hin. Oh ja, die sind eh da unten. Aber ich muss jetzt die erledigen beim Eingang. Ich bin irgendwie hier falsch rumgegangen. Ich stehe hinter denen. Die sind dann da drinnen, ne? Ha! Ja. Ich war schon richtig, ich bin nur falsch rumgegangen. Das war's. So, und die kommen jetzt hier, glaube ich, bei der Tür raus, ne? Normalerweise. Oder auch nicht? Ja. Steht da drinnen. Oder? So, und jetzt wieder raus. You sure? Ne, das ist unten. Nein. Das ist da, wo ich hergekommen bin. Ja. Jetzt stimmt's. Okay, wir waren schon. Irgendwie waren wir ja richtig, aber irgendwie auch nicht. Wir haben halt von hinten das Buch angefangen zu lesen. Das war da. Fehler, wir müssen mal von vorne anfangen, von der Seite 1. Okay. Dann machen wir das. Ja, das stimmt schon. Aber da war jetzt gerade kein Gegner.
Spiel. Also ich war schon mal dort, aber ich habe niemanden gefunden. Genau. Jetzt sind sie da, ne? Denke ich mal. Jo. Oh, hier ist auch gleich der Boss erwischt. Jo, den haben wir mal erledigt. Das war easy. 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 Well done. I know. Und Schlüsselchen kriegen wir auch. Okay. Dann jetzt zurück. Wir müssen zurück. Hier wollen wir hin. Das schickt uns wieder hier so komisch raus. Na ja, dann machen wir das. So, mal schauen, ob jetzt das GPS recht hat oder nicht. Entschuldigt. Schauen wir mal wieder irgendwo so Uli-Ninjas entdecken, aber ich glaube nicht. Okay, Strecke kennen wir schon. War mal gerade. So, Ausgang. Genau. Okay. Wo mich der hinschickt, leck mir am Arsch. So, aufpasse, Charlotte. Es ist gefährlich. Aufpasse. Gefährliche Gegend für so ein Mädchen wie dich. So, wir laufen aber direkt zum Safe House. Denn wir brauchen dann erst diese ganzen Aufgaben, die wir haben. Deswegen probieren wir gleich mal hinzulaufen. Hier ist wieder ein Dicker. Ja. Wie er rumrennt. Schön hinten rein hat's geheißen. Ja, funktioniert. Immer hinten rein. Wurde mir das Tipp gegeben. Ist kein Scherz. Das war der Originalton. Scheiße, bei den Dicken musste immer hinten rein. Okay. Angst. Das sind die Tipps, die ich bekomme, ne? Mal drüber nachdenken. Mal drüber nachdenken, wer mir solche Tipps gibt, ja. So, aber wir sind eh schon da. Okay. Wir sind da. Safe House. Schön. Truman. Rupp. Dankeschön. Some of it might be helpful. I'll corroborate the data with our own findings. Portable device detected. Und Laufwerk. Passt. Ist die Befreiung begonnen? Na, das wollten wir haben. So. Also, wir haben wieder hier SHD. Was müssen wir denn alles machen überhaupt? Nachschub, Aktivitäten und SHD. Okay, die sind wieder so schön verteilt. Kontrollpunkte. Müssen wir die eigentlich auch machen? Ja, müssen wir. Und hier ist dann der Haupteinsatz. Okay, also werden wir mal anfangen mit SHD. Und wenn wir irgendwas finden, nehmen wir es mit. Wenn wir irgendeine so eine Aktivität haben, dann werden wir die wohl mitnehmen. Also SHD habe ich auf Vorrat ohne Ende mittlerweile, aber ich kann sie gar nicht verwenden. Ja, also ich kann das nur irgendwie upgraden, halt meine ganzen Tech-Sachen. Aber ich will ja eigentlich gar nichts ändern, denn ich bin mit meiner Stürmerdrohne und mit meinem Wiederbeleber eigentlich recht zufrieden. Also Wiederbeleber bis jetzt noch nicht. Nein, ich will das jetzt nicht machen. Das ist da drinnen, ne? Das ist mit dem Raufgehen und so weiter. Ja, nee, später machen. Später machen. Nebeneinsätze möchte ich mir ein bisschen aufheben dann. Ich denke mal, mit dem kann man dann auch seinen SHD irgendwann mal leveln. Sollte die Charlotte bis dahin draufgegangen sein, naja, dann war's eh.
egal, ne? Also, ob wir es gemacht hätten oder nicht. Dann können wir noch sagen, wie wir es. Der ist leicht. Den habt ihr nicht gut versteckt. Der war leicht zu finden. Overload, boah, ja nicht. Und schöne AR drinnen. Nö, Gewehr. Naja. So, next one. Das ist gleich ums Eck hier. Und dann können wir auch gleich den Kontrollpunkt machen. Arbeitet ihr auch so brav immer durch oder irgend so, so wie ich, so mit Ziel oder so? Oder siehst du, hier ist gleich so eine, die kommen dann von da hinten, stehe ich eigentlich gut, jo. Also, was habe ich gerade gesagt? Ah, ob ihr auch so nach Plan vorgeht oder eher, na wurscht, ich renne halt mal rum und schau, was passiert. Oder eher auch mit Plan. Es gibt auch viele, die rennen halt einfach rum und schauen halt, was passiert. Irgendwie. Was auch okay ist. Ja, aber ich probiere schon irgendwie systematisch irgendwie alles abzuarbeiten. So, die müssen da aus irgendeinem Gulli rauskommen oder so. Ja, genau, hier. Ach, Schlüssel, ich hätte ihn später schießen sollen. Ich vergesse es immer. Lass die hinlaufen, ist besser. Dann muss ich nicht zum Schlüssel laufen. Lass den Schlüssel zu euch kommen, das wäre cleverer. Okay. Get it? Lauf, Charlotte. So, andere Seite. Der hier ist einfach. Also den haben wir, ich weiß nicht wie oft schon gemacht, wahrscheinlich jeder. Die sind einfach, die kommen immer hier irgendwo raus. Da. Jetzt kommen sie hier raus, siehst du? Wie ich gesagt habe. Einmal links, einmal rechts. Kann man auch schön stehen bleiben. Sofern nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass irgendwo wer auftaucht oder so, ist es okay. Solange der nicht irgendwo wer in den Rücken läuft, geht's. So, Aktivität. Achso, das ist Projekt. Später kann ich dann abgeben. Aber wir müssen zuerst mal hier hoch. SHD holen und diesen einen Kontrollpunkt machen. Der ist auch ein bisschen mystik. Jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem mystik. Ja, okay. Das ist. Ist es nicht auch da unten, wo es die Uniform gibt normalerweise? Diese, ach, hier muss ich durch. Gibt's doch auch diese Uniform, ne? Hier unten liegt die doch auch rum normalerweise. Habe ich mal einen Guide gemacht, glaube ich. Diese World War 1 Uniform oder so. Und hier steht doch auch immer die Tante rum. Agent, maybe you can figure this one out. Kann ich machen. Ja, das ist diese Quest, glaube ich, ne? Ja, das ist diese Quest. Das war die Quest für diese Uniform, die ist hier. Okay. Aber ich muss wieder nach oben. Ich habe irgendwas gefunden. Oh, das muss auch irgendwo sein. Also hier ist diese World War 2 Quest. Oder World War 1. Das ist Outfit. Aber ich besitze das Outfit schon, also. Oh, ist es egal. So, wie komme ich da hinten rein? Hier komme ich raus. Wie komme ich rein? Oder nicht? Warte mal.
Nee, ich komme da nicht drüber. Stacheldraht. Andere Seite. Es muss wohl eine andere Seite geben, auf jeden Fall. Ich komme hier nicht rein. Hier auch nicht. Stacheldraht. I cannot remember. Detected. Near my location. Guarded by hostiles. Oder nicht. Also das... Ein GPS sagt mir auch nicht, ich komme da nicht ran. Nein, nein, nein. Ich gehe mal suchen, wie ich hier reinkomme. Lasst mich mal gucken. Lasst mich mal schauen. Ich muss mal schauen, wie ich da reinkomme. Aber ich kann Bolzenschneider einfach hier aufschneiden und fertig. So ein bisschen Zaun kann mich da nicht aufhalten eigentlich, oder? Normalerweise. Ich bin ein Agent. Warum kann mich das aufhalten? Kann's doch nicht. Er sagt hier durch. Ja nein, ich komme nicht durch. Das Auto geht auch nicht. Hier ist so eine Quest. Hier geht's auch nicht durch. Wie komme ich hier rein? Gibt's Wunsch? Gibt's wo was zum Aktivieren, dass das Ding aufgeht? Mal schreibt das in die Kommentare. Ich lasse es mal offen. Wie kommt der Herr Charles hier rein? Ich stelle mich mal hier oben hin, ja, und das ist die Ausgangsposition und jetzt schreibt ihr, wie ich da reinkomme. Ich lasse euch auch mal mitspielen. Ja, warum soll ich immer alles suchen? Na, ihr könnt es auch suchen. Gebt mal Bescheid, wie komme ich da rein. Ganz einfach. So. Dann kann ich nämlich weiterspielen. Haha. Ich lasse euch das einfach machen. Ich bin bequem. Ja. Ein YouTuber, der sich das sagen lässt. Ja, obwohl ich hasse den Begriff YouTuber. Ich bin Giles. Fertig. So. Aber ich glaube, es gibt sicher... ne, ist egal. Ich warte auf eure Antworten. Ich finde das besser. Ich habe aber kein Muni. Gibt es hier wo Munition? Ich glaube, hier gibt es so eine Kiste, glaube ich. Braucht jetzt Munition, bevor ich da rüber renne. Schon wieder zu viel rumgeballert in der Gegend. Aber ich sehe keine Munitionskiste. Keine Munikiste. Naja, gut, 400 Schuss. Ja, wird reichen. Ich müsste wahrscheinlich zwischendurch mehr irgendwo zu Safehäusern rennen oder so. Oh, da kommen noch Gegner. Und Gegner ist Munition, ne? Nein. Ihr habt keine Munition fallen lassen. Nur sowas hier. Sag mal. 400. Wird reichen. Wird reichen müssen. So, wir sind schon hier. Wie immer mal die Sonne steht in die andere Richtung. Super wieder, ich sehe gar nichts. Es ist hier besser. Von der Seite ein bisschen. Ja, ein bisschen besser. Mal die Gegner anticken hier alle, dass ich wenigstens was sehe. Verstärkung rufen. Und los geht's. Müssen wir gleich mal auf die Selbstmörder aufpassen. Und dass mich hier niemand von links oder rechts überrascht. Das passiert mir auf heroisch sehr oft. Jetzt ist meine Drohne schon wieder Schrott. Also auf heroisch ist es öfters, dass ich irgendwie... Alter Schwede, hier und... Ist es so hoch? Was ist denn da los? Kann doch nicht sein. Da fliegt was. Noch einer. Ich muss es echt langsamer spielen, glaube ich. Aber die zerschießen mir meine Drohne die ganze Zeit irgendwie. Kam ich zur Drohne raus, ist sie wieder weg. Ich habe noch 74 Schuss, das reicht. Wird reichen müssen. 54.
nur mehr der? Nee. Nee, 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 hier ist auch noch einer. Und hier ist überall Muni. Aber ich mach mal den Boss treffen. Ja, die schenken wir ganz schön ein hier. So, ich brauche Munition, Munition, Munition. Einmal, zack. Zweimal. So, und jetzt kann ich mir eh Muni holen. Drinnen. Das reicht aber. Ich werde nach oben gehen hier. Ich finde, von oben ist es besser. Man kommt nicht so schnell in Verlegenheit, dass man hier eine drüber kriegt. Hat zwar ein bisschen die Säulen im Weg, aber man kriegt es trotzdem hin. Noch ein bisschen mehr Deckung. Ja, und jetzt kommen die da angelaufen, genau. Das ist der Boss. Dann haben wir mal schön seine Tasche schon zerschossen. Fertig. Das war jetzt easy dann. Ja, also das ist einfach. Das war okay. So, wo ist der Exit? Unten ist der Room, glaube ich. Ja. Aber ich hätte noch öffnen können ohne, weil die Tür ist ja kaputt. Kann ich doch reingehen. Spiel, warum? I don't get it. Aber die Kiste ist nicht offen. Ja, okay. Was Schönes drinnen? Nein! Ah, mitnehmen. Nichts Schönes drinnen. Munition, bitte darum. Rupp, siehste, 800 läuft. So, noch hier noch mal ein bisschen looten. Was liegt hier rum? Panzerweste, das ist okay. Ah, Präzisionshandschuhe. Und dem kann ich gleich was in die Hand drücken, weil der braucht eh 50 von diesen Teile, wie immer bei den Quests. Ah, 50. Ich kann dir Nahrung geben. Kannst ein bisschen. Und Komponenten habe ich viele. Schau. Kriegst ein paar. Reicht es? Jo, reicht. Cool. Sehr gut. Dann hätten wir das, hätten wir das. Hier haben wir. Das ist jetzt die, wo ich gesagt habe, ich komme nicht rein. Und dann müssen wir da oben noch hin. Und hier hin. Und das machen wir über Safe House. Safe House porten und dann hinlaufen. So allzu weit ist es ja zum Glück nicht weg. Da hinten in dieser diesem Ding hier drinnen, genau. Muss ich glaube über einen Container springen oder so irgendwie war das. Aber hier gibt es ja auch eine. Ja genau, da gibt es ja auch die SHD-Kiste. Ah, die Outcast-Kiste oder was da rumsteht. Aber ich brauche das hier. Urban, okay. Ui! Ein Agent. SHD-Behälter. Passt. Und jetzt müssen wir noch zwei SHD-Behälter besorgen. Und genau, hier liegt das Teil rum. Outcast-Kiste, genau. Ausstattungsmod. Ah ja. Ich nehme es mal mit. So, wir haben immer noch zwei SHD zu holen. Einer ist hier oben und einer da unten. Das ist der, den ich nicht hinbekommen habe. Genau. Ja, den werden wir dann in der nächsten Folge holen, würde ich mal sagen, und weiterspielen. Ja. Jo, somit, ich hoffe, es hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen, und schreibt es mal rein, wie ich diese blöde SHD bekomme. Ja. Somit, bis zum nächsten Mal.